Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de zu unserer nächsten Folge. Wir wollen heute mit Vers 4 weitermachen. Wir haben in den ersten 5 Folgen die ersten 3 Verse uns angeschaut und da war einiges drin. Und so geht es auch direkt weiter. Offenbarung 1 ist ein regelrechtes Schatzhaus der Wahrheit und der Dinge, die wir über Jesus dort lernen können. Wir möchten heute uns, wie gesagt, mit Vers 4 beschäftigen. Bevor wir das tun, wollen wir, wo es möglich ist, niederknien und Gott bitten, dass er unser Studium segnet. Lieber Vater im Himmel, du hast die Offenbarung durch Jesus und durch den Engel und durch Johannes uns gegeben. Und Herr, deswegen kennt auch niemand die Offenbarung besser als du. Du weißt ganz genau, was du uns damit sagen möchtest. Und wir möchten dich bitten, dass es nicht menschliche Ideen und Meinungen sind, die wir heute lernen, sondern dein Wort, das zu unserem Herzen spricht und das uns deutlich macht, dass du uns lieb hast, dass du für uns da bist, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du uns Schritt für Schritt an deiner Hand hältst und führst. Herr, wir möchten dich bitten, dass du alles Störende fernhältst und dass wir jetzt zu deinen Füßen sitzen dürfen. Und dass du uns unterrichtet, dass wir alle, die wir hier sind und die wir zuschauen, dass wir alle erfrischt werden und gestärkt werden und uns neu auf dich besinnen. Und danke, dass du versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gut, schlagt mit mir auf Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 und dort haben wir die ersten 3 Verse angeschaut. Wir schauen heute in Vers 4 vielleicht nochmal ganz kurz, ohne dass wir jetzt inhaltlich wiederholen wollen, was in Vers 1 bis 3 steht, das haben wir ja ausführlich angeschaut. Aber wenn man jetzt sozusagen sich die Frage stellt, was sind eigentlich Vers 1 bis 3? Wie würdet ihr das beschreiben jetzt? Also nicht so die einzelnen Inhalte, sondern was ist das eigentlich, welchen Sinn haben Vers 1 bis 3? Ja? Genau. Das ist ein Segen, ja, eine Seligpreisung für alle, die studieren. Ja, also eine Motivation, es zu studieren. Ganz genau, wir haben darüber gesprochen, wie die Offenbarung uns glücklich machen möchte. Ja? Ganz genau. Und was sind die, das ist Vers 3. Und was ist Vers 1 und 2? Das ist ja ein langer Satz, wenn ihr euch Vers 1 und 2 anschaut. Also wir haben die ganzen inhaltlichen Punkte ja angeschaut, was es bedeutet. Aber was ist das eigentlich, so mal ganz formal gesprochen? Genau, man könnte sagen, es ist der Titel. Ja, das ist die Offenbarung Jesu Christi und das ist der Titel und wir haben uns angeschaut, was Offenbarung bedeutet, wir haben gesehen, was Jesus bedeutet, wir haben gesehen, was Christus bedeutet, wir haben gesehen, wie diese Offenbarung zu uns gekommen ist. Das ist alles Teil dieses Titels. Ja? Die Offenbarung von Jesus Christi, die Gott ihm gegeben hat, über den Engel Gabriel und natürlich den Heiligen Geist, der nicht explizit erwähnt wird, aber der natürlich Johannes inspiriert zu Johannes und Johannes zu den Gemeinden und so weiter. Genau, also Vers 1 und 2 ist eigentlich ein langer Titel, der an sich schon, wie wir gesehen haben, das ganze Evangelium beinhaltet in gewisser Weise. Ja? Wir haben gesehen, Offenbarung Jesu Christi ist das Evangelium. Und dann ist Vers 3 sozusagen ein Segen. Ja? Ein Segen, der sagte, glücklich ist, wer das liest. Ja? Und im Grunde genommen geht es jetzt in Vers 4 erst richtig los. Ja, also wenn ihr die ersten 3 Verse verpasst habt, habt ihr zwar schon viel verpasst, aber jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Ja? Jetzt beginnt sozusagen das Buch, also das andere ist quasi die Überschrift und auch so ein Motto. Ja? Und jetzt geht's los in Vers 4. Wer mag denn mal Vers 4 lesen? Wir wollen natürlich die 3 Verse immer im Hinterkopf behalten, die wir jetzt studiert haben, aber jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Wer mag Vers 4 mal lesen? Genau, bis dahin erstmal. Wir werden vielleicht nachher noch ein bisschen weiterlesen. Schauen wir uns den Vers mal genau an.
Bevor wir in die Details gehen, was haben wir alles für Elemente? Was ist hier eigentlich der Gedanke in diesem Vers? Was kommt da alles so vor? Wir haben die sieben Gemeinden in Asien, genau. Warum werden die jetzt hier erwähnt? Wer das sind die? Genau, es ist ein Adressat. Ja, also wir haben einen Adressaten, an wen die Offenbarung geschrieben ist. Ja? Wir haben einen Adressaten. Okay. Was haben wir noch? Wir haben nicht nur einen Adressaten, wir haben auch einen. Ein Absender, genau, wir haben einen Absender, nämlich Johannes an die sieben Gemeinden. Ja? Ein Absender und ein Empfänger. Ein Absender ist Johannes. Genau, den haben wir jetzt auch schon im Titel erwähnt, aber hier haben wir es jetzt, das ist wie, ja, genau, ein Absender. Johannes den Gemeinden, ja, den sieben Gemeinden. Und was haben wir noch? Wir haben einen Absender. Genau, und was ist diese Gnade? Was ist das? Es ist eine Begrüßung, es ist eine Grußformel. Gibt es das sonst noch, werden wir gleich anschauen, gibt es sonst noch Gnade, sei mit euch und Friede von Gott? Wo kommt sowas sonst vor? Bei Paulus, und zwar in den Briefen, ja, wenn wir da gleich sehen. Ja, jeder Brief ob an die Römer oder Kolosser oder Philipper oder wie auch immer, beginnt immer mit den Worten Gnade sei mit euch von Gott dem Vater und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, Gnade und Barmherzigkeit und Friede. Johannes sagt das auch. Das heißt, wir haben einen Absender, wir haben ein Adressat und wir haben eine Begrüßung, eine Grußformel. Wie nennt man das, wenn man einen Absender hat, einen Empfänger hat und eine Grußformel? Ein Brief. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst gewesen ist, aber die Offenbarung ist ein Brief. Sie ist kein Geschichtsbuch, sie ist kein Psalmbuch, sie ist auch kein Evangelium in dem Sinne einer Lebensbeschreibung. Ja? Es gibt ja viele verschiedene Arten von Büchern sozusagen in der Bibel. Die Offenbarung ist ein Brief. Ja? Das ist im Prinzip wie eine, heute würde man vielleicht sagen, wie eine E-Mail. Ja? Da schreibt man einen Absender und einen Empfänger und dann ein Hallo, herzlich willkommen, wie geht's? Lieber so und so, ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Ihr wisst ja, wenn man einen Brief schreibt, schreibt man am Anfang immer so ein paar allgemeine Dinge. Ne? Und das ist genau das hier. Und zwar gilt das nicht nur für die sieben Sendschreiben insgesamt, sondern es ist für das gesamte Buch. Das gesamte Buch der Offenbarung ist ein Brief. Was sagt euch das, wenn die Offenbarung ein Brief ist? Was können wir daraus lernen? Etwas Persönliches, ja. Briefe sind ja, also ich weiß nicht, ob ihr heutzutage noch Briefe schreibt, kommt dir relativ selten vor, nicht wahr? Aber wenn man einen Brief empfängt, weiß man, da hat sich jemand Mühe gemacht, hat sich jemand hingesetzt und geschrieben, ein persönlicher Brief ist etwas Wertvolles. Ja, man muss ihn lesen, genau. Wenn man den Brief nicht liest, nützt er nichts. Ja? Ein Brief, der muss gelesen werden, ja? Ganz genau. Noch jemand eine Idee, was bedeutet Brief? Also er muss gelesen werden. Genau, es gibt zwar auch Kettenbriefe, ja, aber in der Regel ist ein Brief immer an jemanden persönlich gerichtet. Ja. Das ist eine persönliche Botschaft. Erinnert euch daran, wir haben gelernt, das habe ich ja vom Nikola gelernt, der hat es von seinem Lehrer in Bogenhofen gelernt, jeder Vers der Offenbarung enthält eine persönliche Botschaft an mich. Ja. Wir denken bei Offenbarung immer gleich sofort an Wiederkunft und große Tiere und kleine Hörner und alles Mögliche. Das ist auch alles wichtig und Teil der Offenbarung. Aber zuallererst ist ein Brief an mich. Du hast gesagt, ein Brief, der muss gelesen werden. Genau. Warum muss der Brief gelesen werden? Damit man weiß, was drin steht, ja? Oh ja, das ist interessant, ja? Wenn man einen Brief schreibt, dann wünscht man sich ja auch, das ist ein guter Gedanke, da bin ich aufgekommen, dann wünscht man sich, dass man auch eine Antwort erhält. Ja, ihr wisst also, es gibt ja so, gab es ja früher diese Brieffreundschaften, weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, aber dass man sich hin und her schreibt. Nun können wir zwar keinen Brief buchstäblich an Gott schreiben, aber das ist genau diese Idee. Nur wenn wir lesen, was er von uns möchte, können wir auch entsprechend antworten durch unser Leben und durch entsprechende Dinge. Genau. Also ein Brief soll eine Antwort bringen. Und ein Brief, also wer von euch hat schon mal einen Brief geschrieben? Ja, was ist Meldung? Ja, genau, also der Inhalt eines Briefes ist wichtig. Ich meine, wer von euch hat schon mal einen Brief geschrieben?
Jetzt, wenn ihr einen Brief schreibt oder einen Brief geschrieben habt, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie ihr das aufschreibt? Was war euer Ziel, als ihr den Brief geschrieben habt? Genau, man möchte doch, dass der, der den Brief liest, ihn auch versteht, oder? Weißt du, du schreibst immer einen Brief an deine Kunden oder so, ja? Niemand schreibt einen Brief und sagt, ich mache es jetzt so kompliziert, dass der Absender es auf jeden Fall nicht verstehen kann, oder? Das wär Zeitverschwendung. Also man kann zwar mal einen Text schreiben, wo man sagt, okay, der ist so kompliziert wie möglich. Ja, es gibt im alten Orient, gab so Momente, wo Könige Texte geschrieben haben, so kompliziert wie möglich, damit niemand das lesen kann, weil sie dachten, das sollen nur die Götter lesen. Ja, aber das ist nicht das, was ein Brief ausmacht. Also im alten Orient war es vielleicht nicht die Götter, aber so, da sollten so ganz wenige lesen. Ja, das war mehr so für die Nachwelt. Aber ein Brief, den man schreibt, den schreibt man ja, damit er verstanden wird. Man möchte etwas mitteilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil, das haben wir schon mehrfach besprochen, die Offenbarung ist ja ein Buch, das verstanden werden soll. Eben nicht versiegelt, nicht zu kompliziert, nicht abgehoben. Und das ist manchmal auch das Problem, dass wir die Offenbarung so kompliziert erklären oder immer so kompliziert beschreiben, dass einige in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde denken, das kann ich ja nie verstehen. Ja? Aber wenn es ein Brief ist, stellen wir fest, Gott will, dass wir sie verstehen. Ja? Ja, ganz genau. Was ist der Inhalt? Ja. Mhm. Das stimmt. Es gibt Briefe, wo man jemanden warnt, es gibt Briefe, wo man jemanden einlädt. Ja. Und wir sehen eigentlich, das ist ein Brief, der hat viele Aspekte hier. Es gibt Warnung, es gibt Einladung, es gibt Trost, eine persönliche Botschaft. Deswegen ja, für jeden von uns in jeder Situation hat die Offenbarung eine besondere Botschaft. Also, wir haben einen Brief, das ist das, was wir hier schlussfolgern können. Die ganze Offenbarung ist ein Brief. Ja, der Absender, haben wir gesagt, ist wer? Wer ist der Absender? Genau, das steht hier. Aber ist Johannes der einzige Absender? Genau, denn Johannes hat das, was er hier schreibt, von wem? Ja, er ist vom Engel, genau, und der Engel hat es von? Jesus, und Jesus hat es von? Gott, den Vater, genau. Also die sind eigentlich alle auch Absender. Ja, es ist also nicht nur ein Brief von Johannes an die sieben Gemeinden, es ist ein Brief von Gott, dem Vater, an uns alle. Das ist ganz deutlich. Ich meine, das gilt für alle Briefe. Ja, auch der Römerbrief ist ein Brief von Gott an uns. Und auch die Johannesbriefe. Aber hier steht es mal im Text explizit, weil Johannes schon vorher sagt, bevor er sagt, ich schreibe an euch, sagt er, das, was ich schreibe, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es ist nicht die Meinung von Johannes, es ist die Meinung Gottes Vaters, die er Jesus gegeben hat. Und Jesus hat es dem Engel gegeben und der Engel hat es Johannes gegeben. Und Johannes schreibt auf und sagt, ich schreibe als Absender, was Gott, der Vater, dir mitteilen möchte. Also wenn ihr mal einen Brief von Gott, dem Vater, an euch persönlich lesen wollt, schlagt die Offenbarung auf. Da habt ihr ihn. Ja? Ja, man schreibt niemals einen Brief einfach aus reinem Zeitvertreib. Man möchte, dass derjenige, der liest, etwas tut, versteht. Ja, man möchte eine Reaktion damit erreichen. Jetzt, an wen sind die, also ihr erinnert euch hier Johannes, also Bezug auf den Titel, da steckt Gott dahinter. Gott spricht zu uns durch Johannes. Wer ist der Adressat? Hier nach diesem Vers, wer ist der Adressat? Die sieben Gemeinden. Und zwar, wo sind diese sieben Gemeinden? Wo sind die in? Sind sie in Asien oder in Asia? Ah, genau, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Asien und Asia? Genau, Asien ist, bezeichnen wir heute den gesamten Kontinent. Aber was ist Asia? Ist eine Provinz. Das ist eigentlich, von der Provinz hat man später den ganzen Kontinent so benannt. Aber eigentlich war Asia ursprünglich nur eine kleinere Gegend. Und weiß jemand von euch, wo diese kleinere Gegend lag? In der Türkei. Und zwar ist die ganze Türkei? Ich weiß nicht, ob ich so gut zeichnen kann. Also das soll jetzt hier die Türkei sein, okay? Naja, also ihr könnt es euch ja vorstellen. Das, so, oder, so und dann hier irgendwie vielleicht. Hier irgendwie, naja. Aber hier ist es, wenn es die Türkei ist, ja. Also wo ungefähr ist Asien? Also Asia. Mehr so hier oder hier oder hier oder hier. Nördlich, östlich, südlich, westlich, Mitte. Wo liegt Asia?
Asia ist ungefähr hier im Westen. Ja, also mal ein bisschen größer, je nachdem. Die Grenzen waren unterschiedlich, aber es ist eigentlich alles hier so an der Westküste, wo diese großen Städte der Griechen waren. Welche Städte kennt ihr da, die da in der Gegend waren? Die kommen jetzt gleich in den Sendschreiben dann vor. Und die Hauptstadt? Die Hauptstadt war Ephesus. Ja, und dann gab es eine ganze Reihe anderer Städte, wie zum Beispiel Smyrna. Ja, oder Sardes, die alte Hauptstadt der Lyde, ja, oder Laodicea, ja, die waren alle hier so hier verteilt, die lagen alle hier so in der Nähe. Ja. Also, das ist ganz wichtig, das ist eine Provinz, das war eine römische Provinz, die Römer haben ja alles aufgeteilt in Provinzen und Johannes hätte auch schreiben können an alle Christen in der Welt. Schaut mal mit mir in den 1. Petrus. 1. Petrus schreibt, Petrus ist natürlich der Autor von 1. Petrus, und 1. Petrus schreibt einen Brief, wo ihr seht, man hätte auch noch sozusagen mehr Leute ansprechen können. Ja? In 1. Petrus 1, Vers 1, wer mag den mal lesen? 1. Petrus 1, Vers 1. Genau, die sind alle in Kleinasien. Da seht ihr also, da gab es noch mehr. Ja, also Pontus ist hier dann am Meer, ja, am Schwarzen Meer, und Galatien ist dann hier so in der Mitte und Kappadokien ist hier noch mehr so im Osten. Also das hätte Johannes auch machen können. Ja. Johannes hätte sagen können an alle Gläubigen, die in Bithynien und in Pamphylien und in Lykien und in Asia und in Kappadokien sind und in Syrien und in Italien und in Spanien. Aber er wählt nur 7 Gemeinden aus Asia. Das ist schon mal interessant. 7 Gemeinden aus Asia. Und warum ausgerechnet 7? Warum vielleicht ausgerechnet diese Gegend? Hat jemand eine Idee, warum er ausgerechnet diese Gegend hier sich aussucht? Warum nicht an die 7 Gemeinden in Kappadokien? Oder die 7 Gemeinden in Galatien? Ja, da gab es ja auch Christen, wie wir wissen, vom Galaterbrief. Warum nicht an 7 Gemeinden in Italien oder 7 Gemeinden in Palästina, ja, oder bei Antiochia oder in Ägypten? Warum 7 Gemeinden in Asia? Jemand eine Idee, warum es 7 Gemeinden in Asia sind? Ist reiner Zufall? Gott selbst sagt ja quasi, schreib an diese 7 Gemeinden. Das heißt, Gott hat sich was dabei gedacht. Ja? Also zunächst mal, hat Johannes irgendeine Verbindung hier mit Asia? Was wisst ihr über Johannes nach der Apostelgeschichte? Wo? Genau, er war Ältester in Ephesus. Ellenwald sagt, er war in Ephesus und in Smyrna. Und das sind auch die beiden ersten Städte in den 7 Sendschreiben. Das heißt, das war sozusagen ein bisschen auch die Gegend, wo Johannes vor seiner Verbannung besonders gewirkt hat. Das war so ein bisschen seine Heimatgemeinde. Ja, das ist ungefähr so, stellt euch vor, ihr würdet verbannt werden und würdet auf, was weiß ich was, in die Schweiz verbannt werden oder nach Liechtenstein oder irgendwo, ja, irgendwo auf einen Berg. Und ihr würdet dort Visionen von Gott bekommen, ihr werdet ein Prophet und ihr würdet dann diese Vision schreiben an die Gemeinden in Baden-Württemberg. Ja, das ist so quasi so die Idee. Ja. Weiß jemand von euch, auf welcher Insel er gefangen gewesen ist? Der Johannes. Auf Patmos. Und weiß jemand von euch zufällig, wo Patmos liegt? Also man weiß, Patmos liegt in welchem Meer? Im Mittelmeer, genau, und zwar in Griechenland. Und zwar interessanterweise liegt Patmos hier direkt vor Asia. Relativ nah an der Küste. Ja, also es ist nicht einfach so, dass Johannes irgendwo im Mittelmeer sitzt und jetzt an irgendwen schreibt, sondern er sitzt in der Nähe von Asia auf dieser Insel. Ja, irgendwo ist er hier in Rom gewesen und musste sich verantworten, ist ja da, hätte umgebracht werden sollen, ihr wisst, in dem brennenden Öl und hat es überlebt. Und dann ist er zurückgebracht worden und ist auf die Gefängnisinsel gebracht worden. Und er schreibt jetzt diesen Brief an die Gemeinde. Er sitzt quasi auf der Insel und schreibt an die Gemeinden auf dem Festland, die ihm quasi gegenüber sind sozusagen. Ja. Und da sieht man sozusagen, dass es auch für den Johannes eine persönliche Sache war. Das war nicht irgendwie abstrakt irgendwelche Christen irgendwann erstmal, sondern es waren Menschen, die er kannte, an die er geschrieben hat. Jetzt ist aber noch eine Frage, warum 7 Gemeinden? Gab es dort in Asia nur 7 Gemeinden? Was denkt ihr? Oder gab es mehr? Kennt ihr noch eine andere Gemeinde? Also, ihr habt schon recht, es sind mehr gewesen. Ja, es gab ja viel mehr Gemeinden. Genau. An welchem Brief schreibt er das?
Welcher Brief sollte auch in Laodicea gelesen werden? Der Kolosser, genau. Es gibt hier in der Nähe von, also hier ist ungefähr Laodicea, ja. Und da gibt es in der Nähe dann auch eine Stadt, die heißt Kolosse. Ja, und da gibt es auch eine Gemeinde. Aber es gibt kein Sendschreiben in der Offenbarung an die Kolosse. Das wäre interessant. Es gibt auch andere Städte, zum Beispiel Tralleis zum Beispiel, Hierapolis, Magnesia, Milet, Alexandria. Da gibt es eine ganze Reihe von Städten, von denen wir alle wissen, aus archäologischen und schriftlichen Quellen, dass es dort zur Zeit von Johannes schon christliche Gemeinden gegeben hat. Ja, wir wissen, es gab eine Gemeinde in Milet, wir wissen, es gab eine Gemeinde in Tralleis, es gab eine Gemeinde in Hierapolis, in Kolossee, wissen aus der Bibel, Magnesia, Alexandria zum Beispiel. Und trotzdem werden die nicht aufgezählt, hier in Offenbarung. Das heißt, der Johannes hat jetzt nicht vorgehabt, oder Gott hat nicht gesagt, schreibe an alle Gemeinden in Asien. Das hätten wir vielleicht gemacht, ja, so ein Brief an alle in Baden-Württemberg, ja, so alle, die wir kennen. Sondern er sucht sich 7 aus. Was sagt euch das, wenn er sich 7 aussucht? Was sagt euch das? Die sind vielleicht speziell, genau. Noch eine Idee? Warum sucht er sich 7 aus? Also 7, da steckt auch Symbolik dahinter. Ja? Der 7. Tag ist der heilige Tag. 7 spielt in der Bibel oft eine wichtige Rolle von Heiligkeit, von Vollendung. Ja? Also offensichtlich will er nicht einfach, also ist Johannes davon ausgegangen, dass die anderen Gemeinden auch den Brief bekommen? Ja, natürlich. Ja, er schreibt ja nicht die Offenbarung, nur dass die 7 ihn quasi für sich alleine behalten. Und ihr habt gesehen, wenn man eigentlich, normalerweise, wenn man gedacht hat, ich schreibe einen Brief und der soll an alle Gemeinden gehen, dann schreibt Petrus, ja, an alle Gemeinden, ja, in Kappadokien und Asia und wo ihr alle seid, ja, an alle Zerstreuung. Und das ist ja quasi, was Johannes auch will. Er will ja auch, dass dieser Brief überall gelesen wird, aber er wählt 7 Gemeinden speziell aus und wir werden noch sehen im Laufe der Zeit, dass er sie auswählt wegen ihren Charakteristiken. Ihr wisst ja auch, nicht jede Gemeinde ist gleich, oder? Ich meine, wenn ihr euch mal selbst in unseren Breiten umschaut, nicht jede Adventgemeinde ist gleich. Ja? Die eine hat so den Schwerpunkt, die andere hat den Schwerpunkt. Bei der einen Gemeinde gibt es die Probleme, bei der anderen gibt es die Probleme. In einer Gemeinde läuft vieles gut, in mancher ist es ziemliches Katastrophe. Nirgendwo ist es ganz perfekt. Ja, aber in jeder Gemeinde gibt es so bestimmte Merkmale. Und Johannes kennt ja die Gemeinden ganz besonders gut. Er hat ja dort gewirkt und er sucht, und der Heilige Geist zeigt ihm jetzt 7 Gemeinden, oder Jesus zeigt ihm dann 7 Gemeinden, die er auswählt, an die er jetzt die Offenbarung schreibt. Aber wir wissen schon aus den ersten Versen, dass die Offenbarung natürlich für alle Christen ist. Ja? Denn die Dinge, die dort geschehen, werden rasch geschehen. Ja? Und wir haben gesehen, es gibt zu jeder Zeit Ereignisse in der Offenbarung, die wichtig sind und die dann für eine bestimmte Generation gelten. Das heißt, hier haben wir schon einen ersten Hinweis, wir werden das im Laufe von Offenbarung 1 noch sehen, einen ersten Hinweis darauf, dass diese 7 Gemeinden sozusagen symbolisch sind oder sozusagen etwas repräsentieren. Ja? Ja, ich denke, dass Gott hat durch die 7 Gemeinden beabsichtigt, auch dann später die Epoche. Ja, genau. Von Anfang bis zum Ende. Er hat diese Elemente wahrscheinlich gesehen und hat gedacht, die spätere Frage wahrscheinlich an die ganze Epoche. Genau, das ist, was ich versucht habe zu sagen. Weil wir wissen, die Offenbarung spannt die gesamte Zeit von Johannes bis zu nach den 1000 Jahren. Ja, und für jede Zeit gibt es sozusagen gegenwärtige Wahrheit. Und wenn er jetzt sozusagen seinen Adressaten wählt, weiß er eigentlich, oder weiß Gott, einige Botschaften sind für die frühen Christen, einige sind für das Mittelalter, einige sind für die Reformationszeit, einige Botschaften sind für die Zeit dann in der frühen Neuzeit, einige sind für die Adventgemeinde, einige sind für, ja, dann bis zur Wiederkunft oder so, kurz vor der Wiederkunft. Und um das zu verdeutlichen, wählt er 7 Gemeinden aus. Und wir werden dann sehen, wie diese 7 Gemeinden mit ihren Charakteristiken diese einzelnen Epochen darstellen. Aber das gucken wir uns dann im Detail noch an. Übrigens, wer hat eigentlich diese Gegend hier besonders geprägt? Wer war quasi so der, als die Gemeinden dort entstanden sind, sie besonders, Paulus, ja. Weiß jemand von euch, wie lange Paulus hier in der Gegend war? Schaut mal mit mir in der Apostelgeschichte. Da sieht man etwas ganz Interessantes, wie diese Gemeinden eigentlich zu dem wurden, was sie dann gewesen sind. Apostelgeschichte 19. In Apostelgeschichte 19 und dort lesen wir ab Vers 8.
Da heißt es, Apostelgeschichte 19, ab Vers 8, und er ging in die Synagoge, das ist Paulus, und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, also den Weg, das ist das Evangelium, trennte er sich von ihnen und sonderte sie, die Jünger, ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Könnt ihr sehen, was war die Methode von Paulus? Was hat er gemacht? Was war die Methode von Paulus? Er hat sich einen Ort gesucht, wo er jetzt lehren konnte. Wie oft hat er gelehrt? Ja, aber wie oft in der Woche? Täglich. Er hat täglich gepredigt, er hat täglich gelehrt und er ist gar nicht an jeden Ort gezogen, sondern er hat an einem Ort sich fixiert, hat dort täglich gepredigt und dadurch hat sich das Evangelium verbreitet in der ganzen Provinz. Das heißt, die Gemeinden, die gegründet worden sind, lassen sich letztendlich zurückführen darauf, dass Paulus gesagt hat, ich werde jeden Tag über das Evangelium predigen in einem Gebäude. In dieser Schule ist Tyrannus. Da kamen die Leute zu ihm, haben es gehört, haben es weitergetragen. Es hat sich so verbreitet. Ganz interessant. Das heißt, die Gemeinden hier hatten ein gutes Fundament. Sie haben von Paulus, manche Gemeinden sind gegründet worden, da kam Paulus, war auf der Durchreise, hat gepredigt, eine Gemeinde gegründet, ist weitergegangen. Hier haben wir Gemeinden, die haben 2 Jahre lang Paulus erlebt. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Stelle, wo Paulus so lange gewesen ist wie in Ephesus. Und entsprechend finden wir, dass auch diese Gemeinden dann im 1., 2. Jahrhundert auch ein Schwergewicht waren in der christlichen Welt. Ja, Kleinasien war eine der großen christlichen Gegenden. Und natürlich war Johannes dann später hier, Jahrzehnte später. Also der Jünger, der wie kein anderer die Liebe Gottes verstanden hatte. Ja, also diese Gemeinden hatten ein unglaublich gutes Fundament in der Bibel, in dem Evangelium. Sie hatten Paulus und Johannes als ihre Mentoren sozusagen. Ja? Ja. Johannes, genau. Johannes ist, wir wissen nicht genau, wann Johannes nach Ephesus gekommen ist. Vielleicht war etwas später, vielleicht haben sie auch zusammengearbeitet. Ja. Aber auf jeden Fall gab es dort viele Christen, die jetzt Johannes Apostelgeschichte bekommen, die auf jeden Fall Johannes haben predigen hören. Und viele von denen haben wahrscheinlich auch noch Paulus gehört und wussten von Paulus oder kannten jemanden noch, der Paulus gehört hat. Oder so, genau. Also, die hat ein gutes Fundament. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, was diese Grußformel besagt. In Offenbarung 1, Vers 4. Also, der Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist, schreibt an die Gemeinden in Asia. Und was ist das Erste, was er ihnen schreibt jetzt? Er schreibt, genau, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war. Gnade und Friede. Warum ist das so? Also, man könnte denken, naja, das ist halt, kommt in jedem Brief vor. Ja, Paulus sagt das an die Römer, an die Kolosse, an die Epheser, Philippa, die Korinther. Überall kommt das Gnade und Friede, Gnade und Friede, Gnade und Friede. Ja, ist vielleicht einfach bedeutungslos. Aber ist das wirklich bedeutungslos? Warum beginnen alle Briefe im Neuen Testament mit diesem Gnade und Friede? Ist das einfach nur so gedankenlos dahergesprochen oder hat das einen Sinn, warum der Johannes die Geschwister grüßt und sagt, Gnade sei mit euch und Friede. Was würdet ihr denken? Warum Gnade und Friede? Ah, okay, ja, also Gnade, dass Gott uns gnädig ist und dass sie Frieden haben angesichts der Verfolgung, ja? Ich glaube, dass diese Briefe, diese Gedanken sollen Gnade und Friede bringen. Mhm. Verfolgung in diesen Gedanken, sollen diese Empfänger wirklich diese Gnade bringen. Genau. Was sind denn, also welche Aspekte sind denn Gnade und Frieden? Genau. Also lassen wir 2 Bibeltexte aufschreiben, das ist ganz interessant, und zwar im Paulus, also im Römer.
bei Paulus. Und wir lesen erst Römer 3 und dann lesen wir Römer 5. Römer 3, Vers 24. Römer 3, Vers 24. Wer mag mal lesen? Römer 3, Vers 24. Genau, was macht hier die Gnade? Was macht sie? Erlösung. Genau, sie schafft Erlösung, sie schafft Rechtfertigung, oder? Die Gnade, also was wenn man jetzt Gnade und Rechtfertigung vergleicht, was macht die Gnade, was ist die Gnade in Bezug auf die Rechtfertigung? Auf die Erlösung. Was ist die Gnade? Genau, die Gnade ist das, was Gott bewegt. Das ist der Ursprung der Erlösung, ja, der Grund für die Erlösung, der Anstoß, die Initiative, es kommt aus der Gnade. Ja. Jetzt ist der Friede der Anstoß der Erlösung oder was ist der Friede? Also Gnade ist der Anstoß, Gnade ist die Initiative, die von Gott kommt. Das führt zur Rechtfertigung. Was ist jetzt der Friede? Das ist das Ergebnis, oder? Schaut mal, zwei Kapitel weiter in Römer 5. In Römer 5, Vers 1, dort steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir was? Frieden. Also, die Gnade ist die Ursache für die Erlösung und der Friede ist das Resultat der Erlösung. Man könnte also sagen, es ist das A und das O sozusagen, ja? Anfang und Ende. Oder das heißt eigentlich, Gnade und Friede sind nicht einfach nur irgendwie so nette Worte, die man halt mal in eine E-Mail schreibt. Gnade und Friede sind eigentlich quasi eine Kurzformel für Rechtfertigung, Erlösung, Heiligung. All das, was Gott für uns tut, das und zwar von Anfang bis zum Ende, von Gottes Initiative bis zum Resultat in unserem Herzen. Das wünscht Paulus uns und Johannes und Petrus. Das heißt, das wünscht uns wer? Der Heilige Geist, ja, Jesus. Sofort. Gott selbst, wenn er uns einen Brief schreibt, sagt nicht nur, na, ich hoffe, dass es dir gut geht. Gott wünscht sich, dass wir seine Gnade annehmen und dass wir Frieden im Herzen haben. Ja, ja, genau, das ist Gerechtigkeit und Gnade haben sich geküsst. Genau, ja, genau. Aber da kommt es auch vor, auch Frieden und so. Also die hängen ganz eng zusammen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da nicht drüber lesen und sagen, ah ja, Einleitung, ja? Sondern warum schreibt Gott das? Weil er sich das wünscht. Das ist sein tiefer Wunsch. Wisst ihr, dass Gott sich wünscht, dass wir Frieden im Herzen haben? Es ist nicht wir, die wir uns wünschen, ich möchte Frieden im Herzen haben, sondern Gott wünscht sich das noch viel mehr. Und er ist traurig, dass so wenig Menschen den Frieden in Anspruch nehmen, den er geben möchte. Ja, ganz genau. Ohne Gnade kein Frieden. Ja? Und wo kein Friede ist, hat auch die Gnade nicht wirklich, hat man die Gnade nicht angenommen. Ganz genau. Also, normalerweise, wenn jetzt Paulus schreibt, Gnade sei mit euch und Friede von, dann sagt er meistens, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. So oder ähnlich sind meistens die Formulierungen. Jetzt, wie heißt es hier in Offenbarung 1, Vers 4? Genau, da heißt von dem, der ist und der war und der kommt. Und dann, wie geht's weiter? Und von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind. Jetzt erste Frage. Wer ist der, der ist und der war und der kommt? Genau, also das ist interessant. Wenn man nur Vers 4 liest, könnte man denken, ja, das klingt, also was dort steht, gilt auch für Jesus. Denn Jesus ist gestern und heute und in Ewigkeit, wie heißt es? Derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, ja? Sagt Hebräer 13. Aber die Aufzählung geht noch weiter, die geht über Vers 4 hinaus. Ja? Also das heißt ja eigentlich, denn wenn wir Vers 5 weiterlesen, also Gnade sei mit euch und Friede, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Das heißt, wir haben eine Person, die heißt der ist und der war und der kommt
und dann, oder wie auch immer, die sieben Geister, und wir haben Jesus Christus. Fangen wir mal bei Gott dem Vater an. Das ist ganz offensichtlich, dass er hier am Anfang genannt ist. Ach übrigens, das heißt, dass wir hier einen Hinweis haben auf welche biblische Lehre? Die Dreieinigkeit. Welche andere bekannte Textstelle fällt euch an, wo alle drei Personen der Gottheit in der Bibel nebeneinander erwähnt werden? Matthäus 28. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lässt sie alles bewahren, zu tun, was ich euch befohlen habe, und ich bin bei euch bis an der Weltzeitende. Offenbarung ist ein Buch, das uns bis an das Ende der Welt bringt. Es ist interessant, dass in der Passage in Matthäus, wo es um das Ende der Welt geht, oder wo die Dreieinigkeit erwähnt wird, es darum geht, dass Gott bei uns ist bis ans Ende der Welt, und dass jetzt hier das Buch, das uns zeigen soll, Gott ist wirklich mit seiner Gemeinde durch die Zeitalter, dass das beginnt mit einem Gruß von allen drei Personen der Gottheit. Das ist schon mal interessant. Ja? Ja. Ganz genau. Und auch 2. Korinther 13, Vers 13, es gibt mehrere Stellen. Ganz genau, 2. Korinther 13. Woher kommt diese Idee? Wörtlich heißt es im Griechischen eigentlich der Seiende, der da war und der Kommende. Woher kommt diese Idee, dass Gott war und ist und sein wird? Woher kommt die Idee? Altes Testament, wo gibt es Bibelstellen, dass Gott sagt, dass er ist? 2. Mose, bei welcher Gelegenheit sagt er das? Am brennenden Dornbusch, ja, als Mose fragt, wenn ich jetzt sage, der Gott meiner Väter, Abrahams, Isaaks, Jakobs ist mir erschienen, was soll ich sagen? Was ist sein Name? Wenn sie fragen werden, was ist sein Name? Da sagt Gott, so sollst du sagen, ich bin, der ich bin. Und diese Idee, Gott ist ewig. Schaut mal mit mir im Psalm 90, Vers 2. Da wird das ganz deutlich gesagt. Psalm 90 und dort Vers 2. Da heißt es, ehe die Berge wurden, und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Noch ein anderer Text im Psalm, wo wir schon im Psalm sind, Psalm 102 und dort Vers 28. Das ist auch ein ganz schöner Vers. Schaut mal, wer mag mal lesen? Psalm 102, Vers 28. Genau, da haben wir es ganz deutlich, Gott bleibt immer derselbe. Er ist der Seiende. Ja? Bei ihm verändert sich nichts. Und das ist so schwer für uns zu verstehen, weil wir leben in einer Welt, in der sich alles ständig verändert. Und wir Menschen, und wir sehen, wie Menschen sich verändern. Habt ihr schon mal gesehen, dass Menschen eine bestimmte Meinung hatten und dann irgendwann ändern sie ihre Meinung? Und man fragt sich, was ist passiert? Warum haben sie nicht mehr die Meinung wie früher? Wir glauben jemandem, dass er zu uns hält und dann ändert er sich und verändert seine Einstellung zu uns. Und wir erleben das oft, dass Menschen uns enttäuschen. Und deswegen fällt es uns manchmal schwer zu verstehen, dass Gott jemand ist, dessen Charaktereigenschaften unveränderlich sind, immer gleich. Ganz egal, ob wir ihm folgen oder nicht, sein Charakter ist immer derselbe. Er tut immer das Gleiche. Er handelt immer nach denselben Prinzipien. Er ist unveränderlich. Er bleibt immer derselbe. Fallen euch noch andere Bibelstellen ein, die sagen, dass Gott sich nicht ändert, dass er immer derselbe ist? Ja, das ist Jesus, genau. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Fällt euch noch jemand eine Stelle ein? Ah, genau, du meinst, glaube ich, Micha 5, Vers 1, oder? Genau, das ist auch Jesus, ja, dessen Anfang von Ewigkeit gewesen oder Ausgang von Ewigkeit gewesen ist. Noch zwei Texte, schaut mal in Jakobus 1. Ja, genau. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und dort Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist,
noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Also die Idee ist sozusagen, wenn ich jetzt mich verändere, dann wirft da plötzlich wird ein neuer Schatten geworfen. Ja, sozusagen, weil man sieht anhand des Schattens, ich habe meine Position verändert. Aber bei Gott würde man niemals so etwas sehen. Er ist im Licht und er verändert sich nicht. Also er bleibt immer derselbe. Das ist das Bild sozusagen. Nicht mal ein wenig ändert er sich. Seine Liebe und seine Gnade und seine Gerechtigkeit und seine Wahrheit bleiben immer gleich. Und der vielleicht bekannteste Text ist in Malachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Ich verändere mich nicht. Und das ist das, was hier ganz deutlich wird. Ganz am Anfang, ihr wisst, das sind, also aus meiner Sicht, sind das zwei der fundamentalsten Ideen, die man überhaupt über Gott haben kann. Das eine ist, Gott ändert sich nicht. Und das andere ist, Gott ist die Liebe. Und seine Liebe ist unveränderlich. Das nennt die Bibel eigentlich, das ist eigentlich in der, glaube ich, das ist das eigentliche Gesetz. Das nennt Ellen White das Gesetz der Liebe. Und ihr wisst, welches berühmte Buch fängt mit diesen beiden Ideen an? Gott ist die Liebe und er verändert sich nicht. Ein ganz berühmtes Buch, nicht in der Bibel, aber ein berühmtes Buch, das fängt an mit Gott ist die Liebe und das ist sein Wesen und er ändert sich nicht, er ist immer derselbe. Nein, fast, das beginnt auch so ähnlich, aber das beginnt davon, dass die Natur und die Offenbarung die Liebe Gottes bezeugen. Fast, das endet so ähnlich. Patriarchen und Propheten. Patriarchen und Propheten, der erste der fünf Bände. Ja? Das beginnt mit Gott ist die Liebe und der große Kampf endet mit Gott ist die Liebe. Ja, aber ganz am Anfang von Patriarchen und Propheten stehen diese beiden Ideen im ersten Paragraphen. Gott ist die Liebe und er ändert sich nicht. Ich behaupte, dass wenn man die beiden Ideen verstanden hat, hat man eigentlich schon alles verstanden. Das ist die Grundlage des ganzen Evangeliums. Ja? Gott ist die Liebe, er ändert sich nicht. Und diese Idee, dass Gott sich nicht ändert, das haben wir hier gleich am Anfang dieses Grußes. Er ist immer derselbe. Übrigens, interessanterweise sagt es nicht, der, der ist und der war und der sein wird. Sondern was heißt es? Wie sagt es in Offenbarung 1, Vers 4? Er kommt. Jetzt, man hätte im Griechischen auch sagen können, ohne Probleme, der Seiende, der war und der sein Werdende. Ja, man hätte sagen können, der immer sein wird. Aber stattdessen heißt es der Kommende. Warum wohl? Also, Gott wird für alle Zeiten sein, das ist keine Frage. Er wird immer existieren. Aber warum steht dort nicht der ewig Seiende, sondern der Kommende? Ganz genau. Schon hier quasi im ersten Satz des Briefes, als Gott sich vorstellt, macht er deutlich, eines der absoluten Hauptthemen dieses Buches ist die Wiederkunft. Es ist die Wiederkunft Jesu, aber es ist nicht nur die Wiederkunft Jesu, sondern auch Gott, der Vater selbst, wird mit ihm kommen. Denn Jesus sagt ja, er kommt in der Herrlichkeit des Vaters. In Matthäus 16 sagt er das, nicht wahr? Genau. Vielleicht noch ganz kurz zu den sieben Geistern. Diesmal machen wir mit Vers 5 dann weiter. Wer oder was sind die sieben Geister? Und was ist mit den sieben Geistern hier? Die werden ja beschrieben. Die sieben Geister sind wo? Genau, also erstmal, die sieben Geister stehen vor dem Thron Gottes. Jetzt, du hast schon gesagt, es gibt eine tolle Parallele in Jesaja Kapitel 11. In Jesaja Kapitel 11 finden wir eine Prophezeiung. Über wen geht die Prophezeiung in Jesaja 11? Jesus, genau, eine dieser vielen messianischen Prophezeiungen, wo der Messias angekündigt wird. In Jesaja gibt es ja ganz viele Prophezeiungen über den Messias. Ja, Jesaja 7 und Jesaja 9 und Jesaja 11 und dann Jesaja 53 natürlich und viele andere in den 40ern. Jesaja 11 und dort Vers 1 und 2 und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Auf ihm wird ruhen, und jetzt zählt mit, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wie viele haben wir? Sieben. Also sind das jetzt sieben völlig verschiedene Geister? Nee. Das sind eigentlich, wie könnte man das beschreiben? Sieben Eigenschaften, sieben Aspekte, sieben, ja, Prinzipien, die alle wem gehören? Dem Heiligen Geist. Da haben wir die Idee, heilig, sieben. Ja, die Siebenzahl, heilig, der Heilige Geist.
Also die sieben Geister sind ein Symbol oder eine Beschreibung für den Heiligen Geist. Aber jetzt ist die Frage, warum ist das so, dass dieser Heilige Geist beschrieben, man hätte auch schreiben können, der Heilige Geist, oder? Hätte Johannes auch machen können. Johannes ist ja in der Lage gewesen zu schreiben von Gott dem Vater und dem Heiligen Geist. Wäre ja möglich gewesen, oder? Wir müssen uns immer fragen, nicht nur, okay, das steht da, sondern warum steht das da? Und nicht irgendwas anderes. Erinnert euch, Offenbarung Jesu Christi, das hat eine Bedeutung, dass dort nicht steht Offenbarung des Lammes oder des Wortes oder Michael, sondern Offenbarung Jesu Christi. Weil Jesus ist der Sieger über die Sünde, er befreit von der Sünde und Christus ist der Gesalbte, ja, der König, der Priester und der Prophet. Also was bedeutet es, wenn hier jetzt steht, die sieben Geister, die vor dem Thron sind? Mhm. Ja, du bist auf der richtigen Fährte. Also Gott möchte, dass wir diese Eigenschaften haben, was ja bedeutet, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein müssen. Ansonsten können wir sie nicht haben. Ja, ja, in Zacharia, Kapitel 4, Vers 10, steht geschrieben, wo der ja, genau, wir haben in Zacharia dieses Bild, da werden wir auch noch zu kommen, ganz genau, im Laufe der unseres Studiums von Offenbarung, dass die sieben Augen auch ein Symbol für den Heiligen Geist sind. Wird in der Offenbarung, wird nochmal Bezug genommen auf diese sieben Geister, die vor dem Thron Gottes stehen? In Kapitel 3, ja. Genau, ja, also da wird es nochmal beschrieben, dass, ja, die sieben Geister, ganz genau. Schaut mal mit mir in Offenbarung 4. In Offenbarung 4 und dort in Vers 5. Genau. In Offenbarung 4 wird Johannes, das werden wir ja noch zu kommen dann irgendwann, in Offenbarung 4 wird Johannes in den Himmel versetzt. Und was sieht er im Himmel zunächst mal? Ja, genau, also erstmal, bevor Vers 5, was sieht er in Offenbarung 4? Er kommt in den Himmel und was sieht er als allererstes? Er sieht einen Thron und dann sieht er jemanden auf dem Thron sitzen, ja, ganz genau. Und dann heißt es in Vers 5, und er sieht den Regenbogen als Zeichen des Bundes um den Thron herum und die 24 Ältesten und so weiter. Schaut mal in Vers 5. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also wie werden die sieben Geister Gottes dargestellt? Wir haben also sieben Geister. Machen wir es. Ja. Sieben Geister sind sieben Feuerfackeln. Jetzt, woran erinnern euch sieben Feuerfackeln? Ja, aber warum sieben? Sieben, wo gab es sieben Leuchter? Hm? Ja, genau, aber also bevor wir zu Jesus kommen in der Offenbarung, erstmal, wo kommt der siebenarmige Leuchter? Im Heiligtum, oder? Da gab es einen Leuchter, da gab es nicht sieben Leuchter, sondern eigentlich ein Leuchter. Das war, die sind vereint, ja, das ist ein Leuchter. Das heißt, sieben Geister, sieben Feuerfackeln erinnert uns an siebenarmigen Leuchter im Heiligtum, der auch dort eine ganz wichtige Rolle spielt. Und jetzt hast du ganz richtig gesagt, aber siebenarmiger Leuchter, den finden wir auch wo? In der Offenbarung? In Offenbarung Kapitel? Du hast gesagt, Jesus geht da durch, nicht? Wo geht Jesus durch die sieben Leuchter? In Kapitel 1. Und die sieben Leuchter in Kapitel 1 sind wer? Genau, die sieben Gemeinden. Schaut mal in Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Aha, Moment mal. Also wir haben jetzt hier sieben Geister. In Wirklichkeit ist es aber nur ein Heiliger Geist. Wir haben sieben Feuerfackeln, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur ein siebenarmiger Leuchter eigentlich gewesen. Jetzt haben wir sieben Gemeinden und jetzt ahnt ihr schon, wenn die auch als sieben Leuchter dargestellt werden, was will dann eigentlich Gott sagen durch dieses ganze Kapitel? Wenn der Heilige Geist als sieben Feuerfackeln beschrieben wird und die Gemeinde Gottes beschrieben wird in sieben einzelnen Gemeinden, was will er sagen? Dass
Genau, es geht um die Gemeinde, weil es gibt doch nur den Heiligen Geist. Ja? Es gibt verschiedene Aspekte des Geistes, deswegen sieben Geister. Es gibt verschiedene Phasen der Gemeinde. Es ist eigentlich eine Gemeinde. Und was will er noch sagen? Fast noch wichtiger. Ganz genau. Der Heilige Geist offenbart sich in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist nur deswegen ein Licht in der Welt, weil der Heilige Geist sie erfüllt. Wir sehen hier, dass Johannes oder dass Gott durch Johannes ganz deutlich Heiligen Geist und Gemeinde verbindet. So sehr, dass er sich sieben Gemeinden aussucht und dann sogar sagt, der Heilige Geist sind sieben Geister. Damit der Leser gleich beim ersten Vers sagt, Moment, sieben Gemeinden, sieben Geister? Es gibt ja nicht sieben verschiedene Heilige Geister, aber damit soll deutlich gemacht werden, dieser Heilige Geist gehört zu der Gemeinde. Ja, also diese Verbindung von Gemeinde und Heiligem Geist ist ganz wichtig, die wird die nächsten Kapitel uns immer wieder verfolgen. Und natürlich Feuerfackeln, ein Symbol für Licht, für Klarheit, für Orientierung, für das Wort Gottes. Der Heilige Geist wird hier nicht einfach nur eingeführt als, also sofort, es ist jetzt nicht einfach nur eine Frage, gibt es die Dreieinigkeit oder nicht. Ja, Gott sagt nicht einfach, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sondern er beschreibt den Vater auf eine Art und Weise, dass wir wissen dürfen, Gott ist immer derselbe, es gibt uns Sicherheit. Und dann beschreibt er den Heiligen Geist auf eine Art und Weise, dass wir wissen dürfen, der Heilige Geist ist nicht irgendein theoretisches Wesen, wo sich Leute den Kopf einschlagen dürfen über, sondern der Heilige Geist hat eine Aufgabe. Er muss die Gemeinde erfüllen. So wie es sieben Gemeinden gibt, gibt es sieben Geister sozusagen. Ja? So wie Jesus erfüllt war vom Heiligen Geist, um seine Mission zu erfüllen, so muss die Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, um ihre Mission zu erfüllen. Wann war die Geburtsstunde der Gemeinde Christi? Wann war die Geburtsstunde der christlichen Kirche? Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Als der Heilige Geist kam, war die Gemeinde da. Ohne Heiligen Geist, keine Gemeinde. Die Gemeinde kann ihren Dienst nur ausführen durch den Heiligen Geist. Also wir haben noch nicht ein einziges der prophetischen Kapitel angeschaut in Offenbarung und sehen schon, wie wichtig diese Verse hier sind. Denn wenn wir verstehen, was das uns sagen möchte, dann werden wir darum bitten müssen, dass der Heilige Geist uns täglich erfüllt. Ja. Ja, ganz genau. Das ist ganz genau der Punkt. Ich sag's mal für alle. Am Ende der Offenbarung steht, dass der Geist und die Braut, die Gemeinde, sagen, komm. Übrigens, die sieben Geister stehen vor dem Thron. Ja? Die Feuerfackeln stehen wo? Vor dem Thron. Gibt es irgendeine Bibelstelle, die sagt, dass auch die Gemeinde vor dem Thron Gottes sein wird? Schaut mal mir in Offenbarung, damit enden wir für heute. Offenbarung 14, wir haben gesehen, der Heilige Geist wird dargestellt als sieben Feuerfackeln vor dem Thron. Und die Gemeinde sind auch sieben Feuerfackeln. Aber sie sind noch nicht vor dem Thron, sie sind ja noch auf der Erde. Ja, aber das ändert sich. Schaut in Offenbarung 14. In Offenbarung 14 und dort Vers 3, da geht es um wen? In Offenbarung 14. Da geht es um die 144.000. Da heißt es in Vers 3, und sie sangen wie ein neues Lied. Wo? Vor dem Thron. Und vor den vier lebendigen Wesen. Und dann Vers 5. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. So wie die sieben Geister Gottes vor dem Thron sind, dargestellt als sieben Feuerfackeln, so sollen die Gläubigen aller Zeiten endgültig vor dem Thron Gottes sein. So wie der Heilige Geist ein Licht ist, ja, ein siebenarmiger Leuchter, so soll die Gemeinde ein Licht sein in dieser Welt, erfüllt vom Heiligen Geist. Auch sie sollen irgendwann vor dem Thron Gottes sein. Und im Glauben können wir heute schon durch den Dienst von Jesus vor den Thron Gottes kommen. Und wenn wir vor den Thron Gottes kommen und uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist, dann merken wir, dass das hier nicht nur eine Briefeinleitung ist und wir jetzt weiterblättern, bis mal der Hauptteil kommt, sondern dass schon in der Einleitung so viel drinsteckt, dass wir da eine Ewigkeit drüber nachdenken können. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir weiter die Offenbarung studieren, jeden Vers uns so anschauen und überlegen, was das für uns bedeutet. Ich wünsche mir am allermeisten für heute,
dass wir als Gemeinde erkennen, als jeder Einzelne, dass Gott sich wünscht, dass wir mit dem Heiligen Geist direkt verbunden sind. Und dass der Geist Gottes durch seine Gemeinde arbeitet. Nicht durch ein paar wild gewordene Leute links und rechts, sondern durch seine Gemeinde. Und wenn seine Gemeinde zusammenrückt und sich vom Geist Gottes erfüllen lässt, dann werden wir ein Licht sein in dieser Welt, die immer dunkler wird. Und das ist die Botschaft, die wir heute aus der Offenbarung mitnehmen wollen. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du durch uns wirken möchtest, dass du durch uns die Welt erleuchten möchtest. Herr, wenn wir unser Leben anschauen, sehen wir, dass wir viel zu schwach sind, um das alleine zu tun. Aber du hast versprochen, dass wir nicht einfach einen Auftrag alleine aus eigener Kraft ausführen sollen, denn das würden wir niemals vollbringen. Aber du hast versprochen, dass dein Heiliger Geist uns erfüllen wird. Und Herr, darum bitten wir dich. Ich möchte dich bitten für mich und für jeden Einzelnen von uns, der heute hier ist und auch der später das anschauen wird, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und dass du uns zeigst, was in unserem Leben hinweggetan werden muss, damit du uns bis zur Fülle erfüllen kannst und dass wir mit dir, mit dem Himmel kooperieren. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.